Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Sekiro, ich bin jetzt die letzte Folge fast durchgehend, glaube ich, in denselben Gegner gelaufen. In dieser Folge tun wir nichts anderes. Wir tun genau das Gleiche. Wie jeden Abend. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Oh, der hat mich gesehen, echt? Ah, nee. Oh Gott, shit. Ich glaube, ich kill die nicht alle. Lohnt sich jetzt nicht mehr. Vorhin hat sich's noch gelohnt wegen den Erfahrungspunkten, aber alles, was ich so eigentlich haben will, an Level, an Fähigkeiten, die habe ich bekommen. An dem da oben übe ich so ein bisschen Mikiri-Konter und bisher habe ich es noch nicht geschafft, A zu drücken im richtigen Moment. Lukas, hi. Und nochmal, schön, dass ihr alle am Start seid. Das ist einfach der Hammer, ey. So. Ach, fuck, zu spät. Ah. Mist. Mist, 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 Mist. Das gibt's doch nicht, dass ich diesen Typen nicht kaputt bekomme. Das Schlimme ist, den nächsten Miniboss habe ich auch schon gefunden. Und der hat mich noch mehr vermöbelt als dieser Typ mit seiner Lanze. Die vermöbeln mich alle ziemlich hart in diesem Spiel. Ah, er sieht mich. Okay. Dann warten wir mal noch einen Moment. Keiner hat was gesehen. Niemand hat was mitbekommen. Perfekt. Okay, nochmal. Nochmal und nochmal und nochmal. Und wieder und wieder und wieder.
Scheiße. Ah. Ich hab... Ach man, ich drück halt rechtzeitig. Ich bin zu schnell für Sekiro. Ich hab wieder gedrückt, aber weil ich dieses Mal in so einem... Ich hab halt schon wieder zu früh gedrückt. Das rote Zeichen erscheint und ich weiß, ich muss drücken und jetzt auf einmal muss ich drücken, aber warten. Ach, dieses Spiel treibt mich echt so hart in den Wahnsinn, ne? Ich glaube, ich bekomme von ihm was Wichtiges. Ich glaube, ich bekomme von ihm was Wichtiges. Und zwar ein... Kein Plan von dem Gameplay. Halb so wild, das ist scheiße schwer. Am liebsten würde ich einfach irgendwie hier durchrennen, aber das geht halt leider nicht. Der kommt, glaube ich, hoch, ne? Muss ich warten. Ja, Pat, ich glaube, du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie ein verdammt schweres Assassin's Creed, falls du Assassin's Creed gespielt hast. Hoppla. Nee, ah, lauf, nicht anvisieren. Wow, okay, alles klar. Und tschüss. Keiner da. Niemand da. Ihr habt niemanden gesehen. Hier ist keiner. Nee, hier ist keiner. Jetzt hoffe ich mal, dass da keiner so blöd unten stehen geblieben ist, dass der sieht, wenn ich den angreife. Ich warte mal noch einen Moment ab. Ich glaube, es sieht gut aus. Ich glaube, ich kann ihn angreifen. Oh, God of War, geil. Ich hab halt schon wieder rechtzeitig gedrückt, ne? Es ist so... Ich hab schon wieder zu früh gedrückt. Es ist so... ärgerlich. Warum? Marius, grüß dich, hi. Ja, jetzt kommt da noch ein zweiter dazu, dann kann ich auch gerade sterben. Ich glaube, ich bekomme ein wichtiges Item von ihm. Für den... einen größeren Bosskampf. Habe ich das Gefühl. Mir wurde was gesagt von wegen, der eine hat fette Rüstungen. Eine fette Rüstung und... Ich glaube, dass der Typ... einen Gegenstand hat... mit dem ich... diese Rüstungsteile von dem anderen entfernen kann.
Wie findest du Sekiro bisher? Es hat seine Schwächen. Ich bin noch ganz am Anfang, ja, Pat. Ja, also Marius, das Spiel macht es einem echt schwer, reinzukommen. Mit unverständlichen Erklärungstexten, Mechaniken, die einem beigebracht werden, die eher frustrierend sind. Dann, ich kann es schon gar nicht mehr aufklären. Hier, genau, Hitboxen waren auch noch ein Riesenproblem bei Grabs bei bestimmten Gegnern. Ja, die Liste ist ein bisschen lang geworden. Es sind lauter Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten haben sich halt so summiert. Es wurde so viel, dass ich wirklich den Spaß suchen musste. Das wäre jetzt ein Sprung gewesen eigentlich, den ich hätte machen müssen. Ich habe schon wieder die richtige Taste. Das ist doch ein Stoßangriff. Was soll denn das? Das ist doch ein Stoßangriff, den er da macht. Warum funktioniert da der Mikiri-Konter nicht? Ich verstehe es nicht. Jetzt hat's geklappt, aber dieser Angriff, den er gerade eben, das ist doch ein Stoßangriff. Und da bin ich schon dreimal unten durchgetaucht und jetzt auf einmal geht's nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ist das das einzige Spiel von FromSoft, das du noch spielen musst? Nee. Also auf YouTube fehlen noch ein paar Bosse. Ein Boss, ein paar Bosse sogar aus, Dark Souls 1. Also Dark Souls 1 kommt nochmal. Ein All-Bosses-Run. Dann fehlen noch in Dark Souls 2 ein paar Bosse. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen was offen. Dark Souls 2 gibt es ab und zu noch. Dann Elden Ring passt, glaube ich, soweit. Da habe ich zwar nicht alle Bosse gekillt, aber alle mindestens einmal gesehen und besiegt. Und die, die wichtig sind, alle erledigt. Dann ist noch offen Armored Core. Will ich auf jeden Fall auch den neuesten Teil spielen, weil interessiert mich. Und ich glaube, dann, wenn ich Armored Core gespielt habe, dann müsste es langsam Richtung Ende gehen. Willst du wissen, woran es liegt? Also ich weiß, dass manche dieser Angriffe, das rote Zeichen, da muss ich drüber hüpfen. Das ist eine Sprungabwehr. Aber dieser eine Schlag, das ist doch ein Stich. Ja, erzähl's mir, bitte. Sonst, das macht einfach, das nimmt den Spielspaß raus. Das meinst du nicht? Okay, erzähl mal. Bin gespannt. Hau mal was her. Na warte, bevor ich reingehe. Bei Dark Souls 1 hast du die Platin-Trophäe. Ja, spielst leider auf der PlayStation, sonst könntest du mitmachen. Wir starten am Samstag, jetzt kommenden Samstag. Du darfst nicht zu gut sein. Ich hab's gewusst. Ich bin einfach zu schnell und zu gut für Sekiro. Ich spiele PC. Ah, okay, ja, dann kannst du... Wir starten am Samstag nämlich den Run. Und dort werde ich durchgehend menschlich sein und dann kann ich invaded werden. Die Regeln dafür findest du einmal unter dem Ankündigungsvideo auf YouTube. Auf meinem Discord-Server gibt es auch die Regeln, vom Spiel. Also, das Spiel gibt dir halt vor, wie du invaden kannst und... Diese Regeln haben wir mal zusammengeschrieben, beziehungsweise der gute Sepp
Der gute Sepp hat die zusammengeschrieben. Ja, jetzt ging's. Ich habe einfach gewartet. Ja, man muss halt echt abwarten, ne? Das ist so mies. Ah, jetzt durfte ich nicht, weil ich in einem Stunlock war. Scheiße. Jetzt guck ich in den Chat, ne? Ach, ich bin doch so dämlich. Warum guck ich denn in den Chat? Mach zu spät gedrückt. Damit ich gucken kann, was für ein Angriff es ist. Was erst kurz nach dem Zeichen anfängt. Okay. Ach ja. Ich laufe jetzt zum x-ten Mal in den Rhein. Ich glaube halt, dass ich den brauche, um dieses Ding zu kriegen halt, was auch immer es sein mag, um Rüstungsteile von dem Typen wegziehen zu können, den ich noch besiegen muss. Ja, Ausrufezeichen DC in den Chat müsste eigentlich funktionieren. Dann findest du einen Link zu meinem Discord. Da kannst du nach den Spielregeln, die Dark Souls da vorgibt, nochmal gucken. Oder eben, wie gesagt, unter dem YouTube-Video. Wow. Ah doch, funktioniert. Sehr gut. Falsche Taste. Eigentlich muss ich, glaube ich, nur die drei besiegen, die da, der eine, der Lärm macht, und die zwei da am Rand. Ich hab sogar später gedrückt. Ich hab sogar später gedrückt und es war noch zu früh, ey. Ah, das ist so mies. Wenn's vorbeigeht, das Ding, wenn's vorbeigeht. Wenn's vorbei ist, das rote Zeichen, dann muss ich drücken. Ja, das war ein Sprung. Da hätte ich springen müssen. Wenn das rote Zeichen weggeht, dann kann ich drücken. Dann passt's. Und wenn das rote Zeichen weggeht, dann ist auch der perfekte Konter. Ach Mann, ey. Ich glaube, den da kann ich stehen lassen, hier an der oberen Kante. Mal gucken.
komme ich schneller durch. Ich komme aber halt auch wirklich nicht. Ach, es ist. Ach ja, 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 ja. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich jetzt hier an so einem Pisskopf so lange rumhänge. Ich würde gern Fortschritt machen, aber. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss den killen. Ich weiß nicht, ob das der Richtige ist, aber sowas in die Richtung wurde halt behauptet. Könnte auch sein, dass das der falsche ist. Ah, ich hab gedrückt halt, ne? Ich hab halt gedrückt, aber was. Irgendwelchen dummen Spielgründen, weil Ausdauer und was weiß ich. Scheiße. Ach, das. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Ich habe keine Lust mehr auf den. Ich guck mir mal irgendwas anderes an. Nicht rasten. Ich bin noch bei gar keinem Boss. Ich habe nur so komische Zwischengegner. Ich bin noch ganz am Anfang. Ich habe noch gar keinen richtigen Boss gefunden. Ich glaube, da oben ist der nächste Boss. Aber wollt ihr jetzt auch mal nach hier noch gucken, genau. Einmal darüber schauen. Könnte auch sein, dass ich diesen Gegenstand hier irgendwo bekomme und gar nicht da drüben. Stirb, Hund! Ihr seid immer scheiße. Hunde sind immer scheiße. Shit. Man weicht halt auch diesen Grab aus. Und er kriegt einen trotzdem. Ah. Köter, ey. Ach, wie ich es hasse. Mistviecher. Ist Sekiro empfehlenswert? Ah, hält sich in Grenzen. Man weicht im richtigen Moment aus und wird trotzdem gegrabbelt. Yeah.
Ich hab sowas von den harten Magneten im Arsch wieder. Meine Fresse. Spiel, ey. Dann renne ich halt weg vor dem, wenn er das macht. Dann spiele ich es halt nicht so, wie das Spiel gedacht ist, weil wenn man so spielt, wie es gedacht ist, nicht richtig funktioniert. Ah, so weit kannst du also auch schmeißen. Sepp. Ah, grüß dich. Lol, während dem Ausweichen, ey, du glaubst es nicht. Im Ausweichen. Unfucking fassbar. Sehr sogar, naja. Kauf's nicht. Es ist gar nicht mal so geil, wie alle behaupten. Okay, das war kein Treffer auf den Wolf, alles klar. Lass dich vom hier gezeigten Gameplay nicht entmutigen. Ich habe euch schon mal gesagt, dass das Gameplay an sich eine gute Grundlage hat, aber es hat einfach zu viele Fehler für den Einstieg. Du musst dir 10 Stunden, 15 Stunden lang musst du dir Scheiße geben, bevor es ansatzweise ein bisschen anfängt Spaß zu machen. Bis es cool wird, ist aber das Zeitfenster, dass du das Spiel zurückgeben kannst, bei Steam leider schon vorbei. Dann kannst du es nicht mehr zurückgeben. Also überleg's dir dreimal, ey. Ob ich das Fehler nennen würde? Gigantische Hitboxen bei Grabs, die einen dann in seinen Grab rein teleportieren, das ist kein... Lol, wieso konnte ich ihn jetzt... Lol. Okay. Was auch immer das jetzt war. Dass man einfach in seinen Grab rein teleportiert wird, weil die Hitbox das registriert und so, das ist leider ein Fehler. Das sollte so nicht sein. GG, ja. Nicht verdient, aber danke. Das ist der nächste Händler, den ich vergiften kann. Another where you find the departed, we the
Impure. Go ahead. Und was verkaufst du so? Den gleichen, das gleiche Zeug. Alle anderen Gifte neutralisiert. Aha. Okay. Der nächste Händler, der an Drachenfäule erkranken darf. Beruhigungsmittel. Oh, hi. Was zum Teufel? Was ist hier los? Ist der nächste aufgestanden? Lol. Wo bin ich hier? Verlassene Verlies. Was suche ich hier? Was will ich hier? Hier will ich doch gar nichts, oder? Und mit dir kann ich reden? Places. Ah, are you perhaps a shinobi? Darf ich ja nicht sagen, ne? My, you are a talkative one, aren't you? In that case, I don't wish to waste any more of your time. Good day. Wait, what? What are you doing? Gut, dann sagen wir es halt. I thought as much. Might you be willing to take on a favor for me? I am Dojun. I've been tasked with the preparation of a medical treatment using the rejuvenating waters. I'll get to the point, my dear Shinobi. This is a letter I received from the Master. The particulars are contained within. Benötigt ein kräftiger Mann, vorzugsweise ein starker Shinobi oder ein junger, großer Soldat, etwa ein Mitglied der Taro-Truppe, muss unversehrt geliefert werden. What? Bleib mal weg! Der will mich entführen! Wait, what? Hä? Wo kann ich das nochmal nachlesen, was da drin steht? Nirgends. Super, geil. Cool. Ah, doch hier. Benötigt ein kräftiger Mann, vorzugsweise ein starker Samurai oder ein junger, großer Soldat, etwa ein Mitglied der Taro-Truppe, muss unversehrt geliefert werden. Wie soll ich ihm das denn... Hä? Okay, wie auch immer. Roter Klumpen. Einmal resetten. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Warum? Warum bin ich jetzt in irgendwelchen Höhlen? Sari, hi. Wo komme ich wohl raus, wenn ich hier weiter schwimme?
Wo komme ich hier wohl raus? Vor irgendeinem Zwischengegner. Fische! Fische! Raus hier aus dem Wasser! Raus, 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 raus! Könnten Sie bitte aufhören, auf mich zu schießen? What the fuck? Wo bin ich? Kuckuck. Ich? Was ist mit mir? Should you be captured, there is no telling what would become of you. You would do well to return the way you came. Okay. I will not stop you from entering if you are determined to do so. But if you do, please proceed with care. Ja klar, ich pass schon auf. Ich glaube, ich sollte jetzt langsam mal gucken, was ich noch so leveln kann. Ob ich irgendwas gefunden habe, womit ich irgendwas verstärken kann oder sonst irgendwas. Drachenfäule Wiederherstellung. Alle von Drachen. Nein, das brauche ich nicht. Angriffskraft verbessern. Das war, genau, da kann ich nochmal gegen den kämpfen. Körpermerkmale verbessern. Ich brauche 4 Gebietsperlen. Fähigkeiten erwerben. Nicht genug Dingens. Okay. Was hat der Kumpel am... Der Kumpel beim... Tempel noch für mich? Hast du noch was für mich? Habe ich vielleicht Samen gefunden? Ich sah... I saw you and Lord Kuro in a vision. A vision? Yes. Echt? Where is Lord Kuro right now? He's being kept near the keep at Ashina Castle. The gate to the castle, however, is shut. I see. I'm glad you've come, Master Wolf. So, it's not a birthmark. Then, that must mean it appears on those who have received the dragon's heritage. Or perhaps it's a symptom. Huh. Gut. Kumpel Bildhauer. What is it? Neues Modul habe ich, glaube ich, keins, oder? Nee, genau. Verbessern. So, jetzt gucken wir doch mal hier. Also, wirbelnder Wurfstern. Braucht kein Mensch, ey. Ein Kamikaze. Hi, grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid. Was geht hier ab, ey? Krass. Und das, obwohl ich dieses Spiel nicht wirklich leiden kann. Was macht ihr alle hier? Ah, guck mal, hier brauche ich jetzt diese Dinger. Ah,
Ein bisschen wie ein Unfall. Oh Mann. Ihr wollt mich leiden sehen. Okay. Okay. Oh. Ich glaube, die Axt könnte hilfreich sein. Die Stärke der geladenen Axt liegt in ihrem Gewicht, durch das sie Angriffe abwehrt und einen einfachen Holzschild zerstören kann. Das Aufladen des Federmechanismus ermöglicht es, dass trotz des Gewichts der Axt große, schwungvolle Angriffe ausgeübt werden können. Wobei ich, nee, ich hätte gerne das hier. Aber das darf ich noch gar nicht. Warum darf ich das noch nicht? Ja, dann spare ich noch meine Materialien. Ich kann hier noch nichts lernen, was irgendwie... Reduziere Vitalität und Haltung von Feinden und füge springenden Gegnern größeren Schaden zu. Spannt man die Feder länger, dreht sich die Klinge nach der Ladung weiter und verletzt Feinde mehrmals. Es handelt sich im Grunde um einen Kreisel mit Klingen. Okay, doch, klingt irgendwie cool. Komm, ich kauf's. Vielleicht kann ich ja doch was damit anfangen. Ah, jetzt darf ich das erst freischalten. Ah, das heißt, ich musste das sowieso. Und hier habe ich irgendwie, fehlt noch was. Na gut, schade. Keine tollen Sachen. Außer vielleicht taugt das Ding ja. Mal gucken, vielleicht kann ich den jetzt... Moment, kann ich das jetzt aufladen? Nee. Hä? Ich dachte, ich kann das jetzt aufladen, aber... Es ist einfach besser jetzt. Okay. Ich muss nichts aufladen. Ja, okay. Boah, Alter, jetzt hier schon wieder... Berg Kongo. Ja, da ist dieser Tempel. Ach komm, wir schauen mal, was da geht. I see you have decided to continue. Yep, habe ich. We will pray for your safety. It is the least we can do. Wir? Du bist ein Wandteppich. Wie viele von euch gibt's denn? Hallo? Irgendwer da? Was ist passiert, mein Guter? They left me here. Where did everyone go? Why did you leave Kotaro behind? Now what do I do? Why are you crying? Everyone's gone. I'm all alone. Who's everyone? Wie sieht er aus? Huh? Who? The spinning red and white flowers. Only one. Pure white flower. The pure white flower I cannot find. What? My head hurts. Sorry. I have no idea what I'm saying. I've got to find the pure white flower. Okay. Ja, wenn ich eine weiße Blume hab, vielleicht finde ich ja eine. Dann komm ich. Kannst du haben. Ich finde Schnittblumen eh irgendwie nicht so geil. Da hat meine Freundin tatsächlich lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich finde Schnittblumen... Man stellt sich tote Blumen ins Haus. So, warum? Eine tote Pflanze. Ich köpf die Pflanze, ich schneide ihr den Kopf ab und stell mir die dann in die Vase. Geil. Kein Fan von Weihnachtsbäumen. Ja. Ist auch ein Problem, das ich damit habe, aber auch da kann ich leider nichts gegen machen. Den will Weibchen ab und zu mal. Nicht jedes Jahr, aber ab und zu mal, wir einigen uns so immer wieder mal aufs Neue, ob wir jetzt einen hertun oder nicht. Das hier.
fuck? Warum kann ich hier einen Drachen steigen lassen? Wird sich vielleicht später noch zeigen, warum ich das tun kann. Hoffe ich, dass ich jetzt nicht einfach hätte warten müssen. Vielleicht muss ich auch einfach ein bisschen warten, damit was passiert. Gibt es hier solche Momente, so Dark Souls-Momente, wo man einfach eine Minute im Sarg liegen muss, bevor was passiert oder so? Oder ist das hier noch nicht? Ich habe nicht das Gefühl, dass was passiert, ehrlich gesagt. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was sind das für Tücher, die da hinten über die Bäume gespannt sind, ne? Aber ich denke, das ist Schlangenhaut. Wie geil ist das denn? Okay, die Schlange haust hier irgendwo. Der Drache wird irgendwas mit der Schlange zu tun haben. Okay. Das ist 100 pro der Boss-Run hier, ne? Aber ich kill sie jetzt erstmal. Und schau mal, wo es mich hinführt. Bist du der Boss? Nee. Okay, da sind noch mehr davon. Wo habt ihr mich denn jetzt? Nee. Da kommen wieder drei Stück auf einmal, das brauchen wir nicht. Wer? Wo? Ich höre irgendwo welche. Über mir? Die armen Mönche. Ja, die haben aber rote leuchtende Augen, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin hier schon was Miesem auf der Spur. Was unbedingt ein Ende haben muss. Ach, wisst ihr was, Leute, das ist mir hier jetzt... Komm, los geht's. Nicht da hoch irgendwie? Nee. Von hier aus jedenfalls nicht. Ah, hi.
Oh, hi, grüß dich. Ah, du hast mich bemerkt, ja klar. Nee, logisch. Bin ich jetzt nur wegen dem schweren Geldbeutel hier hoch? Ja, wahrscheinlich, ne? Ihr habt ganz schön viel Loot, ihr Mönche. Sind Mönche nicht normalerweise so... eher nicht so mit Loot? Wo geht's denn hier hin? Komme ich hier irgendwie noch weiter runter? Über diese Baumdinger? Nee. Ins Tal? Nö. Na gut. Keine Ahnung, ist vielleicht um sich zu... Wer hat vorhin gesagt, das Spiel hat keine Fehler? Weiß nicht, ob ich das als Fehler bezeichnen würde. Nee, weiß ich auch nicht. Dass man einfach random irgendwo runterfällt, wenn man sich mit der Schnur hochhebt und dann runterfällt und die Hälfte seines Lebens verliert wegen Spiel. Kann ich hier irgendwie das Tor aufmachen oder so? Oh. Vielleicht muss ich auch euch erst alle killen, hm? Ich weiß nicht so genau, was ich hier... Aber man stirbt nicht, ja. Stimmt. Ey, was war das denn? Okay, seltsam. Äußerst seltsam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tschüss. Tut mir leid. Was ist das hier? Geldbeutel, danke. Wo seid ihr? Warum versucht ihr mich zu bewerfen? Bist du das? Wow! Was mache ich denn hier? Warum? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ah, hier. Guck mal. Ah. Was? Heuschrecken? Echt jetzt? Die sehen eher aus wie Heimchen. Ich glaube, das sind Heimchen und keine Heuschrecken. Zack, abgemurkst. Will ich hier irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, ich will hier nichts. Ich laufe hier einfach mal durch. Mal schauen, was hier so geht.
Meine Guteste, was ist los mit dir? You have the dragon rot. Divine child. Gib mir dein Blut. Don't force yourself to speak. Ich will dein Blut. Huste mich an. Mit deinem blutigen Husten. Hallo? Ich dachte, ich brauche das Blut von Drachenfäulnis-Leuten, die... Okay, von mir aus, dann halt nicht. Irgendwas geht doch hier mit diesem Drachen noch. Das sieht geil aus da hinten. Das ist schön. Also, das können sie halt schon immer wieder, From Software. Richtig schöne Umgebungen schaffen. Das sieht mega nice aus hier. Da ist der Drache. Aber keine Ahnung. Der wäre dann hier auf der Höhe. Hätte ich den irgendwie festmachen können? Weiß ich nicht. Das sieht auch geil aus in der Richtung. Oh, stark. Wie weit nach oben muss ich denn noch? Wo bin ich hier überhaupt? Ich möchte, glaube ich, hauptsächlich einen Checkpoint haben. Hi. Einen Checkpoint haben hier. Ich weiß nicht, ob der Boss, der hier am Ende steht, ob ich den schon bekämpfen kann und will. Weiß ich nicht. Oh, wer bist du denn? Ach, fuck off. Nee, Leute. Nee. Nope. Gegen euch kämpfe ich nicht. Ihr seid zu assi. Dafür habe ich nicht den Nerv. Mal rasten. Ein kluger Ninja weiß, wann er zu schwach ist. Hast du mich gerade schwach genannt? Ich kämpfe halt nicht gegen zwei von so Boys, die mich wahrscheinlich einfach zusammenschnetzeln, ey. Ey! Kommst du hier rüber? Ja. Lol. Was zum Teufel ist er denn für einer? Hallo, ich will... Ey, du glaubst es ja nicht. Was ist mit ihm? Vor allem sieht man nicht, was er macht. Wegen diesem hässlichen Hut. Und der andere... Da ist noch einer. Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Warum seid ihr hier? Das ist doch... Sauerei. Ja, ja.
Ja, ihr erkrankt alle an eurer Fäulnis. Hallo, ich will nach oben. Nee, wo geht's hin? Hallo? Okay. Bitte nach oben. Nach oben. Nach oben. Hallo, hier ist in deiner Reichweite was. Jawohl, danke. Wo ist das nächste? Nirgends. Tschüss. Sagte er und sprang hinterher. Habe ich da nicht? Ich habe doch gerade da ein Zeichen gekriegt. Lol. Hä? Da unten war doch gerade ein Zeichen, dass ich mich dahin... Da! Okay. Hallo? Ach, was ist das denn? Gut. Alles klar. Auch diese Gegend will mich nicht hier haben. Niemand will mich irgendwo haben. Geht's auch, ja. Ich muss mich doch nicht mit den kleinen Kobolden anlegen, wenn ich auch dran vorbeilaufen kann. I'm sure you are all aware already. This coming battle will determine the fate of all Ashina. We go now to risk our lives for Lord Ishin and the peoples of Ashina. We are Ashina! We are unbreakable! Okay. For Ashina! Okay. Und wo geht ihr jetzt hin? Ihr bleibt hier stehen. Na gut. So, wo bin ich hier? Wo will ich hin? Mir wurde doch hier oben gerade was angezeigt. Da oben. Okay. Da ist ein Loot. Lol. Ey, was seid ihr? Warum, wo kommt ihr her? Warum seid ihr hier? Aufhören. Ich will euch nicht. Ich kämpfe nicht mit euch. Vergiss es. Lass mal gut sein. What the fuck? Was war das? Kommt der da vom Himmel geflogen? Wie geil ist er denn? Das will ich auch lernen. Jetzt weiß ich, wofür der Dinger ist. Nächster Sprungpunkt da. Okay, von mir aus gehen wir halt dahin. Nächster Sprungpunkt. Keine Ahnung. Von dieser Seite nicht öffnen. Wo bin ich? Ihr seid Mönche. Ich habe doch gerade ein paar von euch gekillt. Ach so, du bist so ein Hässlicher mit so einer... Oh. Ich bin auf der Suche nach einem Respawn, mein Gutester. Ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen.
Aber vielleicht mache ich es trotzdem einfach. Ich bin mir immer noch nicht so sicher. Wie und ob ich hier richtig bin und wo ich bin und wo wollte ich nochmal hin eigentlich? Das habe ich schon wieder vergessen komplett, ne? Hey, Tropfen Drachenblut, dankeschön. Das ist was Wertvolles. War ich da unten schon mal? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich von dort gekommen. Ne, da hinten steht einer mit einem Raketenwerfer. Ne, da unten war ich noch nicht. Oder? Doch, da hinten war ich auf jeden Fall. Dann bin ich da runter. Und da war die Schlange. Ne, dann war ich hier oben noch nicht. Hier unterhalb von mir. Aber das ist auch egal. Ich will, glaube ich, eher darauf. Oder? Will ich. Ich habe keine Ahnung. Kann mir noch mal einer kurz aufklären, wo ich eigentlich hin will? Ich will den kleinen Jungen retten. Und der ist... irgendwo in der Burg? Ne, am höchsten Punkt der Burg war es, hieß es, glaube ich, ne? Oder nee, hier geht's... Ah, hier geht's wahrscheinlich weiter. Nee, dann... muss ich doch hier runter. Hey, you didn't see a little scoundrel come running through here, did you? We're after one and I'm fairly sure he came this way. Hm. What was he wearing? He had a black hat on, short little guy. Hm. Thing is, nobody's passed this way at all. Wow. The only thing that did look like some kind of animal. But... wenn die Frage an den Chat geht, ja doch, haben die mir gesagt, ich muss hoch oder ich muss runter, natürlich. Er kann mich halt treffen da oben, ne? Obwohl ich unter ihm stehe. Ah, sie haben gesagt, ich muss hoch, okay. War das die Info? Pat, alles gut. Es gibt, glaube ich, genug Leute, die sich hier auskennen. Wow. Ach, und selber sprengt er sich damit nicht in die Luft, ne? Er selber sprengt sich damit natürlich nicht in die Luft. Boah, Alter. Zu Angst, dass es zu schnell ins Backseat Gaming geht. Alles gut. Hoch ist schon mal. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt da unten soll, ehrlich gesagt. Da muss ich mir nochmal angucken. Was will ich da unten eigentlich? Ich spring mal hier runter. Und wahrscheinlich mit dir reden. Told those morons to give it a rest. But they don't. They just keep sending more. Such a pain in my head. You one of them Nightjar cronies? No. Nee. Of course not. There's something different about you. But I'd say you're in the same line of work. The name's Black Hat Badger. What's yours? Real sociable one, aren't we? First this stubborn lot, now a down in the dumb shinobi, and then those Ashina boys raising hell outside. Could this day get any better? You're a fugitive. Something like that, sure. By the by, I'm a little out of pocket these days. Got the goods, but no one to sell them to. Been waiting for someone like you to show up. Der nächste Händler, der sich mit Drachenfäule infizieren kann. Sein Leben zu opfern, während die Samurai sich voller Stolz an ihre eigenen Schwerter stürzen, bedürfen die Shinobi einer schnelleren Methode für die Verwendung. Beißt man schnell und fest die Backenzähne aufeinander, die Auferstehung ist nach dem Einsatz nicht begrenzt. Was? Keine Ahnung warum, aber ich kaufe mal eins. Klingt spannend. Luftabwehr-Todesschlag. Luftabwehr-Todesschlag. Eine Shinobi-Kampfkunst. Die Fähigkeit wird bei Erwerb des Objekts freigeschaltet. Manchmal berührt im Kampf keiner die Kämpfer je den Boden. Der Sprung in Richtung eines Gegners, der in der Luft seine Deckung vernachlässigt, ermöglicht einen mächtigen Todesschlag. Das sollte ich vielleicht... früher oder später lernen.
was du gerade gekauft hast. Der Effekt ist voll cool. Da steht, ich sterbe, wenn ich drauf beiß. Warum sollte ich das tun? Well, I'll be here, raking in the profits. Come back anytime you like. Ich hätte es doch gemacht, einfach nur aus. Was mache ich nochmal mit dem Fernrohr? Ah, wer hätte es gedacht? In die Ferne gucken. Warum auch immer. Genauso nützlich wie das Fernrohr aus Dark Souls. Was ist mit euch? Warum sind hier so viele Boys? Gibt's hier unten irgendwas? Nee. Gibt's hier irgendwas? Warum sollte ich hier runter? Ist hier irgendwas? Auch so ein bisschen crappiger Loot. Geht hier irgendwas? Nee, hier geht doch gar nichts. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Gibt keinen Grund, da runter zu gehen. Außer den Händler. Trotzdem probieren. Interessiert's euch? Ich will weiter nach oben. Eigentlich. Ah, hier war ich ja noch nicht. Warum auch immer? Hallo, halt dich doch da oben an der Kante fest. Warum? Das ist doch eine Kante zum Festhalten. Ach, danke, ey. Dann halt nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier geht's doch wieder nach unten. Ich will doch nach oben. Ist doch alles Quatsch hier jetzt wieder. Wo bin ich jetzt hingerannt? Alternative Wege wahrscheinlich. Einfach, wenn ich jetzt hier runterlaufe, komme ich... Affen. Affen. Oh Gott, nee. Da, auf Affen habe ich keine Lust. Bleibt mal weg. Hi, da schlage ich mich lieber mit euch rum. Guten Tag. Nee, hier nicht. Komme ich hier wieder nach oben? Ich komme hier einfach nicht mehr nach oben. Ich bin hier dumm runtergehüpft und jetzt hänge ich hier fest. Muss ich reisen. Hier irgendwo vielleicht? Nee. Aber hier sind Fische drin. Habt ihr... Seid ihr die guten Fische, die mir Loot geben? Irgendwas habe ich bekommen, aber ich weiß nicht was. Jedenfalls nicht den guten Loot. Das ist alles Mist hier. Sorry Leute, ich muss leider hier hinlaufen, um zu reisen. Geh mal weg, bitte. Lass mich mal kurz reisen, bitte. Oh ja, jetzt ist die Frage, ne? Da nicht. Umlandmauer, Ashina Burgtor. Ist es das? Wo ist das? Weiß ich nicht. Wo ist das? Nee, Ashina Burg bin ich ja schon. Genau, Moment. Hier, da will ich hin. Und jetzt habe ich schon wieder einen Gegner mit Ads vor mir.
Hier oben. Das ist jetzt die wilde Nummer hier. Das ist jetzt. Genau, darf ich nämlich nicht einfach aufmachen. Ey, nicht an die Wand lehnen, Mann. Da steht öffnen. Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Was? Ich bin verwirrt. Wie komme ich in dieses Haus rein? Von euch will ich nix. Ach, Fluch, ey. Vom Regen in die Traufe, wenn man hier durchrennt, ne? So, ich will in diese Burg rein, aber wo? Hä? Ach. Bin ich doch. Hä, ich check's nicht ganz, wo ich hier bin, ne? Ich check nicht, wo ich hier bin und wo ich hin muss. Da ist doch das. Kann ich hier unten lang? Was geht hier unten? Hier ist so viel Loot, hier war ich noch nicht am Looten. Wer schreit hier? Du? Nee, du! Okay, anscheinend geht's hier doch irgendwie weiter. Ich weiß zwar nicht genau, wo es hingeht, aber hey. Ich weiß nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Kann ich hier nicht irgendwie ein Tor aufmachen oder so? Ach, lol. Nee. Okay, alles klar. Okay, na gut. Ah, da ist noch einer. So schließt sich der Kreis, ja. Hab mich schon gefragt. Irgendwas ist doch hier seltsam. Und jetzt haben wir noch die ganzen Boys auf den Dächern, die auf mich warten. So, und wer bist du? You're not one of the samurai of this castle. Why are you, friend? You look like a shinobi. A skilled one. Ein fähiger. Ah. Sagen wir mal lieber nichts dazu. I see. Fair enough. Well, you sure got me out of the pot. You see, some unfortunate things happened. And then they were after me day and night. I was at the end of my rope. But boy, did you show them. Here, take this with my thanks. Nachtschwalbensignal-Memo. Blasse, rosa Rauchsignale werden auf den Dächern der Ashina-Burg platziert. Das sind die Signale der Nachtschwalben. Vermutlich kann nur der Schwarm mit den aschenden Federn dieser Spur folgen.
place. Aha. I deal in information. It's how I make my living. Aha. Und bevor wir dieser Spur folgen, machen wir mal kurz ein Outro für YouTube. Twitch bleibt dran, wir machen noch ein bisschen weiter. Aber YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, also heute war, ich glaube, die Folge war okay. Ich war nicht ganz so tilted, salzig und angepisst von dem Spiel. Ich quäl mich weiter durch. Mal gucken. Vielleicht wird's irgendwann tatsächlich gut. Ah. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.